Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Comic-Szene, dem Fachmagazin für Comic. Die 15-jährige Harleen Quinzel kommt mit dem Bus aus der Provinz in die Großstadt. Ihr Vater wurde getötet, als sie 4 war. Sie wuchs zu einer zornigen jungen Rebellin mit einer fetten Strafakte heran. Körperverletzung, Vandalismus, Zerstörung von Eigentum. Als die Mutter wieder mal für ein Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten muss, schickt sie Harleen für diese Zeit nach Gotham City zu der ihr völlig unbekannten Großmutter. Aber aus dem Kennenlernen wird nichts. Die Oma ist schon eine Weile tot. Hausverwalter Benny erbarmt sich und nimmt das Mädchen auf. Tagsüber sorgt er dafür, dass sie zur Highschool geht. Nachts findet Harleen eine neue Familie bei den Drag Queens im Club, deren Oberhaupt Mama Benny ist. Doch dann kündigt der Multikonzern Kane Enterprises an, das ganze Viertel abreißen zu wollen. Ein außergewöhnliches Abenteuer beginnt, in dem auch Highschool-Freundin Ivy als engagierte Protestlerin und der zwielichtige Joker mitmischen. Rasant und dynamisch gezeichnet vom Briten Steve Pugh. Harley Quinn Breaking Glass jetzt kracht's ist eine etwas andere Origin-Story der Superschurken, die erst 1992 als Zeichentrickfigur ersonnen wurde. In flapsig frechen Sprüchen erzählt Harleen die Geschichte selbst und durchbricht dabei auch immer wieder die vierte Wand, indem sie die Leser direkt anspricht. Die kanadische Autorin Mariko Tamaki, vielfach preisgekrönt unter anderem für Ein Sommer am See, hält mit dieser Harley Quinn ein Plädoyer gegen Diskriminierung, Korruption, Gentrifizierung und soziale Ungerechtigkeit. Eine Graphic Novel nicht nur für Teenager. Lotke mal Lotke, dann fang doch mal an. Bist du überhaupt jemand, der irgendwie früher mal Superhelden-Comics oder Joker, Batman so gelesen hat? Oder hattest du da nie was mit zu tun? Also das hat bei mir erst recht spät angefangen. Nämlich eigentlich erst, als ich als Comiczeichner auch gearbeitet habe. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich hier doch nochmal was nachholen. Und dementsprechend war ich dann auch ein bisschen verwirrt mit dieser Geschichte, weil es ja, wie gesagt, eine alternative Origin-Story ist und das irgendwie nicht so richtig in das gepasst hatte, was ich jetzt, die wenigen Informationen, die ich jetzt über Harley Quinn und dieses ganze Universum schon hatte. Aber ich finde das grundsätzlich total klasse, so dieses Superhelden-Universum. Ich mag auch die Batman-Filme, die ich gesehen habe, und ich habe auch einige Lieblings-Batman-Geschichten und sowas, und ich finde auch Harley Quinn als Figur total klasse. Ich habe mich also richtig drauf gefreut. Und muss auch sagen, dass das ein Buch ist, was mir großen Spaß gemacht hat zu lesen. Also wirklich von vorne bis hinten. Ich war stellenweise ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Manche Fragen haben sich geklärt, als ich dann nochmal zurückgeblättert habe. Andere nicht. Aber grundsätzlich hat das total Spaß gemacht. Und alleine eigentlich wegen dieser Hauptfigur. Die ist so ein bisschen eigentlich wie das Glatzköpfchen, finde ich, was wir vorhin besprochen haben. Also die will einfach nur Spaß haben, die ist irgendwo total naiv, die vertraut jedem erstmal, ja, oder halt ihren Popelfressern nicht. die findet sie ganz furchtbar, aber ihr ist immer wichtig, dass alle glücklich sind, dass sie Spaß hat. Und so waren das irgendwie auch meine Lieblingsszenen. Also sagen wir mal Harley Quinn vorm Cornflakes-Regal. Oder Harley Quinn, die irgendwie vergeblich versucht, dass ihr irgendwas Langweiliges einfällt. Also vielleicht Busse. Nee, Busse sind der Hammer. Ja, und das ist einfach, weiß nicht, das hat so Spaß gemacht, diese Figur. Und die ist jetzt auch nicht irgendwie eine eindimensionale Figur oder so, sondern die ist schon sehr, sehr vielschichtig und so. Also das fand ich eigentlich wirklich, das hat den kompletten Comic für mich getragen. Eine Sache muss ich direkt zum Anfang hier mal kritisieren. Ich finde, das Buch ist zu klein. Also das ist vielleicht eher eine Sache, die Senioren sagen. Aber ich finde, die Zeichnungen sind einfach so toll und aufwendig. Die können in diesem Format irgendwie ihr Potenzial nicht so richtig entfalten. Aber ansonsten, auch dass es so realistisch gezeichnet ist, das wird häufig zu einem Problem, weil die Zeichnungen dann so steif werden. Alle gucken irgendwie immer nur so
weil dann ja auch Fotos irgendwie als Vorlage genommen werden müssen. Das ist hier überhaupt nicht. Die ist so ausdrucksstark. Also ich habe schon bei vielen Formaten genölt, das ist mir zu klein. Ich muss aber sagen, je älter ich werde, ich bin dankbar, wenn ich im Bett diese leichten, kleineren Dinge habe, weil ich die wirklich, die sind für mich wirklich besser zu handeln als diese unglaublichen Schinken, wo ich manchmal nicht weiß, wie ich sie bewältigen soll. Veronique Sina, meine liebe Genderbeauftragte, das muss dir doch alles ziemlich gut gefallen haben. Ich fand den so geil, ganz ehrlich, ich fand den so geil. Also den fand ich richtig, richtig cool. Und ich lese normalerweise echt nicht viele Superhelden-Comics, selten bis jetzt. Das ist aber so einer, den habe ich gelesen, den habe ich mit Wonne gelesen. Da habe ich mir auch richtig Zeit genommen und habe mir gedacht, da möchte ich was zu machen, da möchte ich was zu schreiben, da möchte ich zu arbeiten. Der ist, also der hat mich richtig, richtig abgeholt. Und bei allem, was du gesagt hast, bin ich dabei. Außer beim, ich finde das Format eigentlich ganz nett, weil das, also es ist Handy, ne? Also ich fand das gut zu lesen. Aber ein paar Zeichnungen wären noch schöner auch in groß. Da bin ich ganz bei dir. Ich fand ganz interessant, dass du das gesagt hast als letzten Punkt mit dem Zeichenstil, dass der eigentlich ist, der geht da in so eine fotorealistische Ecke. Und den finde ich ja so unglaublich stinklangweilig, weil das so ein standardisierter Stil geworden ist, in so Hochglanz, so ein Hochglanz glatt gebügelter Stil. Und die schaffen das hier, einen Comic zu machen, der diesen Stil irgendwie hat, dass es ein fotorealistischer Stil ist, ohne dass das ein klassischer fotorealistischer Stil ist, sondern dass da ganz viel passiert. Und auch durch das Farbschema alleine. Wir hatten ja aber bei meiner, wo ich dabei sein durfte, Comic-Talk-Sitzung, wo wir ein Comic hatten, wo wir alle mit dem Farbschema nicht klargekommen sind. Hier ist es für mich ganz anders. Ja. Ich finde das so unglaublich. Und das war, glaube ich, Isola, ne? Oder was war das? Genau, Isola war das, wo wir alle durcheinander gekommen sind, weil also man das Gefühl hatte, es ist willkürlich, warum jetzt sind wir hier, in alles ist blau auf einmal, wenn es eine Seite davor noch lila war. Und hier gibt es das ja prinzipiell auch, ne? Dass es irgendwie so monochrome Farbe ist, aber es ist, und dann wird es auf einmal bunt, ich gucke gerade mal so, und auf einmal haben wir dann so Rotaspekte, und auch das ist was, was man irgendwie seit Sin City ist das auch ausgelutscht, aber das funktioniert hier ganz anders. Ja, das passt nicht. Weil irgendwie ist es so, der Joker bringt Farbe in ihr Leben, und so habe ich das zum Beispiel mit Erika. Ach, das ist ja schön gemacht. Und das Naive von der Figur fand ich auch mega geil, weil es nicht dumm naiv ist, also von wegen, sie ist einfach unbedarft, und wir lernen mit ihr, dieses ganze Gender Diversity Gedöns lernt man, wenn man das mit ihr, ach so, ach das gibt's, ach ja stimmt, man sollte gendern und so weiter, und wir sollten protestieren, und wir müssen uns nicht vorschreiben, dass es im Filmclub immer nur die weißen Männerfilme gibt, wir können auch nach Bollywood fragen, und da mache ich doch direkt mit, das finde ich super, und das fand ich, hat so gut funktioniert. Das ist für mich echt ein runder Comic, hat eine tolle Story, eine super Protagonistin, die übrigens auch vielschichtig ist und nicht einfach nur eine Heldin, überhaupt ja nicht. Sondern und nicht einfach nur große Fresse oder nicht so. Nicht einfach nur große Fresse, sondern eben dieses Naive macht da was, dass es wie so ein Prozess ist, den man mit ihr geht. Das fand ich auch großartig, dass auch die Art der Erzählung. Also ich habe davor, mein letzter Kinofilm, als man noch ins Kino gehen konnte, war Birds of Prey. Kino, was war das nochmal? Genau. Und ich saß in Birds of Prey und habe den noch gerade mitgenommen. Und das fand ich ganz nett, weil ich den Sachen, die ich bei Birds of Prey schon nett fand, fand ich hier in dem Comic noch besser, viel besser umgesetzt. Also ich bin wirklich ganz, ganz begeistert von diesem Comic. Der doch sehr kritische Hennes Bender, der sich mit allem auskennt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Den sag würde ich jetzt, wer? Sag ich bin sehr beeindruckt von deinem allumfassenden Wissen. Sprich mit mir. Also was mir sehr gut gefällt, ist, dass Breaking Glass auch ein Titel von David Bowie ist. ich finde, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Das, beim Film nennt man das, glaube ich, Color Shading, wenn man, wenn man die Bilder in einer bestimmten Farbgebung setzt. Color Grading. Color Grading, danke dir. Ich nenne das ja Koloratur. Ja, ja, das ist so. Also könnten wir auch alle besser verstehen. Ja, ich sag es doch nur. Und die Verwendung von Rot und von dem kühlen Blau und später, wenn sie im Gefängnis ist, von Orange, ist toll. Das ist wirklich da sehe ich wirklich Comic als Kunstform. Ich habe Probleme mit dem Fotorealismus. Ich finde, es zwischendurch ist es mir zu sehr nach, man sieht halt, dass es wirklich abgezeichnet ist oder digital bearbeitet. Da fehlt mir der Strich. Also da sehe ich den Computer so ein bisschen. Ich finde zum Beispiel Verzeih mir, wenn ich das von meinen Freunden gelernt habe,
du musst am Computer genauso zeichnen können wie auf dem Blatt. Ja, aber bei dir sieht man es zum Beispiel nicht. Man, wenn man es weiß, dann mal, okay, das ist jetzt mit dem Computer nachgearbeitet, aber man sieht einen Strich, man sieht die Hand. Und hier, finde ich, sieht man sehr, sehr stark halt zwischendurch bei den Gesichtern, dass es halt von, dass es halt abfotografiert nee, ist von Fotos. Das sehe ich zwischendurch. Das kann ich so nicht wird nach- aber, okay. finde ich, durch diese. Was ist es, Aquarell oder irgendwie diese Pastell. Pastellige Aquarelle wieder aufgehoben. Das heißt, es gibt eine Reibung im Stil. Das gefällt mir total gut, weil es halt auch die Figur widerspiegelt. Ne? Mhm. Und ich finde, die Story ist gut, es ist ein toller Ansatz. DC hat natürlich Probleme, sich quasi Marvel gegenüber zu emanzipieren. Deswegen hieß der Film ja auch The Emancipation of Harley Quinn. Und das ist eine tolle Geschichte, die nicht nur eine Jugendgeschichte ist, sondern die mit den Themen richtig gut umgeht und den Leser auch ernst nimmt. Einfach und die Thematik auch ernst nimmt. Und ich finde das als eine Origin-Story-Variante für Harley Quinn ganz, ganz wunderbar. Lass mich dazu sagen, dass ich glaube, das liegt auch tatsächlich an Mariko Tamaki, von der wir ja auch dieses Sommer am See oder wie das hieß, sehr geliebt haben. Eine hochintelligente, wunderbare Frau mit den richtigen Positionen. Lass mich mal kurz mit dem Mädchen unter vier Augen folgen zu sprechen. Pass auf. Ich kann vielleicht einleiten, indem ich sage, in diesem Comic gibt es nichts, aber auch wirklich nichts, was ich nicht mag. Ich glaube, ich hatte den Eindruck, da hat sich einer hingesetzt und hat gesagt, so, jetzt malen wir mal was für Sally. Alles, was dem Sally gefällt, das prökeln wir jetzt mal hier rein. Und so ist der Pass auf. Und da kommt die Szene, wo der Joker ihr, haben wir beide gemeinsam aufgeblättert. Ja, da schickt er ihr dieses Cheerleader-Kostüm. So, pass auf, Sally liegt im Bett. Ich denke, das zieht ihr jetzt nicht an. Wenn die jetzt dieses verfickte Cheerleader-Kostüm dann schmeiß ich den wieder dann bin ich raus. Ja. Dann lese ich, dann blätter ich keine Seite mehr weiter. So war ich drauf. So war ich drauf. So, da kommt Edchen aber mit der Schere, schruppi, 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 kreativ wie sie ist und zack, macht sie sich ihre eigene geile Scheiße raus. Und da habe ich nur gedacht, danke. Ja. Denn das war wirklich ein Moment, weil sie ja diese Faszination hat auf diese Joker-Figur da. Wo ich dachte, also wenn du mir jetzt das Pfötzchen gibst, nur weil der dir da einen Karton nach Hause schickt, bin ich raus. Und dem war nicht so, ich kann mich nicht genügend bedanken für diesen Comic. Ich bin mal gespannt, wie diese, also es ist ja sehr viel Politik, nicht nur drin, sondern auch im Zentrum der Geschichte, wie das bei den Lesern ankommt, die sich ja doch häufig bei DC und auch bei Marvel über die politischen Aspekte sehr beschweren. Es funktioniert auch sicher nicht in jedem dieser Comics gut. Hier, finde ich, funktioniert es sehr gut. Mhm. Also auch, weil das dann so an so einer Highschool spielt. Und ich meine, so ist das nun mal an den Highschools heutzutage. Ja. Da gehen die Leute raus und protestieren, dass nicht genug RegisseurInnen in den Filmclubs gezeigt werden und so. Ja. Und so ist es nun mal. Und es passt total gut zu den Figuren. Ja, es ist also Teil der Geschichte und die Geschichte ist gut einfach. Nicht nur, dass man sagt so, ich breche jetzt irgendwie so eine Gender-Geschichte übers Bein, sondern ich erzähle einfach eine gute Geschichte, die halt nicht nur eine Origin-Story ist, sondern die auch einfach noch Themen hat, die auch super zeitgemäß sind und die wie wunderbar in diese Zeit passen. Er ist nicht belehrend mit dem Zeigefinger und lehrt uns trotzdem. Und das, finde ich, ist unglaublich gut gemacht. Aber das, da bin ich nochmal bei diesem, das hat was mit der Protagonistin zu tun. Mhm. Weil sie es ja selber lernt. Ne? Also, dass sie, darf ich aber dazu sagen, dass es auch wahnsinnig angenehm ist, dass Poison Ivy, also dass Ivy da uns die Feministin auch gibt und sehr straight ist, sodass sie von ihr auch profitieren kann. Und sie das so ist auch sogar, also dass sogar dafür noch die Zeit ist, mit Poison Ivy und mit Harley Quinn, dass die irgendwie eine Zeit für eine Freundschaft auch noch diese Ebene haben. Also ich habe mich fast nicht mehr eingekriegt vor Glück. Ich dachte, was ist denn hier los? Und auch was für eine Freundschaft, wie süß sie sie einfach nur toll findet. Einfach nur, sie findet sie ganz, ganz toll und sie möchte einfach von ihr lernen und ein bisschen so sein wie sie und gleichzeitig ist sie wieder ganz anders und das finde ich so schön und der hat auch so schöne queere Momente, ne? Also die Drag Queens, dass einfach auch Familie völlig neu definiert wird, finde ich, ist unglaublich toll gemacht in diesem Comic. Und das ist eben, es ist kein Gender-Comic, wo man dann sagen würde, da kommt dann wieder der Shitstorm, weil es ist überhaupt nicht, sondern es ist einfach völlig
natürlich eingewoben. Es ist einfach, das gehört einfach dazu, zu dieser Figur, und es ist in allen, und da gefällt er mir ganz besonders, in allen Ebenen dieses Comics, wie er erzählt wird, die Story an sich, wie er visuell dargestellt wird, auch dass sie von sich quasi ja auch ständig in dieser dritten Person, also das ist irgendwie, alles ist immer so ein bisschen von der Norm abweichend. Und jetzt abweichend. Ohne Spoiler-Alert, auch der Gag dann eben, warum sie die ganze Zeit von sich in der dritten Person spricht. Also nochmal, da gefällt mir alles. An diesem Comic gefällt mir wirklich alles. Auch echt toll. Sie sieht was in der Figur Harley Quinn und sie nimmt sie ernst. Und das ist super. Das ist eigentlich die Grundlage für jede gute Geschichte. Und das ist eine gute Geschichte. Ich habe jetzt zum ersten Mal kapiert, warum die sich überhaupt Harley Quinn, also unabhängig davon, dass sie Harley, nee, weil die Oma auf Harlequine stand. Ja. Ne? Ach Gott, ich könnte weinen vor Glück darüber, Freunde. Und schön handlich für uns alte Schachteln. Müssen wir nicht so schwer tragen im Bett. Ja, nee, also ich bin auch. Und wenn ich noch eins ergänzen darf, ich finde, dass der auch wirklich tiefgründig ist. Ne? Also neben den ganzen politischen hat er außerdem noch diese, also zumindest war das für mich so der rote Faden, mit diesen Fragen, was sind Engel, was sind Teufel? Dieses, was ist gut, was ist böse? Und dass sie ihren Weg geht, dass es eben nicht nur schwarz-weiß gibt in allen Ebenen, auf allen Ebenen des Lebens. Und das ist so dieser rote Faden durch diesen Comic, den ich so toll fand, weil das die ganze Zeit mitverhandelt wird und uns auffordert, selber drüber nachzudenken. Und auf einer politischen Ebene, wie weit sind wir bereit zu gehen? Und ich meine, der ist jetzt gerade so zeitgemäß. Ja. Das kommt noch dazu. Der ist so zeitgemäß, dass ich das ganz, ganz toll fand, dass wir uns alle fragen müssen, wie weit ist man bereit zu gehen, wenn man weiß, es ist das Richtige, auf die Straße zu gehen. Und manchmal reicht das eben nicht. Und muss man nicht noch mehr machen? Und das fand ich, also wirklich, kriegt so ein bisschen Gänsehaut gerade. Das ist schon geil. Gibt es ein besseres Schlusswort? Ich glaube nicht. Ja, das ist schön, ja. Ja, du lässt uns alle mit Gänsehäuten zurück. Jurek Malotke, Hennes Bender, Veronique Sina, ich möchte mich vom Herzen bedanken, dass ihr heute in dieses fast leere Stollwerk-Theater gekommen seid, was aber nicht leer ist, sondern wo ihr lieben Menschen und unser tolles Team eben auch da waren. Und ich glaube, wir haben eine schöne Sendung. So, ihr lieben Menschen, da draußen, entwickelt gefälligst diesen Impfstoff, denn das geht so nicht weiter. Also wenn ich mir schon überlege, dass ich so einen Lattenkracher, so eine alte Schaumwaffel von 2 Metern durchschneiden muss, weil ich davon ausgehe, sonst brechen sich alle davon was ab. Und mein Kopf ist schon verseucht. Mein Kopf ist schon verseucht. Und ich bin eine, das könnt ihr alle bestätigen, ich bin eine Umarmerin. Ein big, big hugger. Und das geht so nicht. Versteht ihr? Obwohl es auch Momente gab, wo ich froh war, Gott, endlich umarmt mich mal keiner. Das war toll mit euch. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir können das bald alles wiederholen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.